Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Wikipedia-Poker. Heute mit neuen Teams. Einmal Jay und Christian gegen Bram und Peter heute. Easy. Und hier wurde meine Startseite schon auf. Ah, nee, Andi Startseite schon aufgemacht. Wir werden aber heute nicht von Mark Forster ausstarten, sondern. Der sitzt da, oder? Der erste Weg. Wir haben jetzt zu Gast! Das ist der Witz einfach voll überstanden. Ja, ja, natürlich. Wie sie das komplett auf den Sack geklatscht. Ja, das sieht keiner. Das ist so Martin. Ja, Martin wird gefeuert. Aber nicht von mir. Also, es geht in der ersten Runde darum von Leck mich im Arsch. Der ist älter als ich. Leck mich im Arsch? Leck mich im Arsch. Nicht am Arsch, sondern im Arsch. Leck mich im Arsch zu Fäkalsprache zu kommen. Von Leck mich im Arsch zu Fäkalsprache. Oder auch echt kompliziert. Ja, das ist heute die Frage, wie viele Klicks braucht man, um von dem Wikipedia-Eintrag Leck mich im Arsch zu dem Wikipedia-Eintrag Fäkalsprache zu kommen. Heute musst du mit Christian als erstes tippen. Ja, Jay muss immer als erstes. Ja, weil Jay immer doof nachfragt, deshalb darf er immer zuerst. Ja, aber was heißt denn doof nachfragt? Das ist gut. Das ist gut. Wir haben einen Vorteil mit. Ja, okay. Der Zufall hat bestimmt, dass Jay und Christian anfangen. Ich finde, das ist nicht schaffbar. Was? Nicht im Fall. Okay. Also, in der letzten Folge haben wir schon gesehen, mehr ist manchmal mehr. Wir sollten nicht allein. Aber die Zeit rennt immer gegen ein. Die Lösung, wir können auch das bieten. Nee, das ist Problem. Da wird ja bestimmt eine Frau dann stehen. Aus dem Meme. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das so. Und dann sollen die anderen probieren. Machen okay, dann machen wir dann Taktik 1. Okay, Jay und Christian bieten schon 4. Ich finde deine Taktik 1 finde ich gut gerade. Von Leck mich im Arsch zu Fäkalsprache. Was sagt ihr? Das könnte halt in dem Artikel schon stehen und dann sind wir gefickt. Die Frage ist, pokern wir da drauf oder nicht? Das ist die einzige Frage. Ja, du musst, genau, das ist das Problem. Ist das in dem Artikel drin oder nicht? Glaubst du, das ist die einzige Frage. Glaubst du, dass da was steht wie Leck mich im Arsch, bla 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 bla, von bla bla, ein Ausdruck der Fäkal- und Jugendsprache oder so? Woher kommt das denn? Aus so einem Scheiß-Meme. Von so einer alten Frau. Ach so. Ja, ich kenne das auch irgendwie so, Leck mich im Arsch. Ja, also irgendwie so, ich glaube, von Raab oder so habe ich das, glaube ich, das erste Mal gesehen. TV Total, glaube ich, ich war beim kleinen Arsch. Also wenn das direkt da drin steht, ist das, glaube ich, logischerweise einfach. Ach, echt? Wenn das da nicht direkt drin steht, könnte das schwierig werden. Also ihr müsst mindestens 3 bieten. Was sagst du? Der guckt schon so verschmitzt. Da steht der bestimmt direkt drin. Der kann nicht abgesnitt. Wenn das da nicht drin steht, dann sind wir aber gefickt. Ja, dann müssen wir ein 3 suchen. Das ist richtig. Ich wüsste gar nicht, was in dem Artikel Fäkalsprache mit drin sein soll. Ja, also, ich bin in der Taktik 1. Ich leck mich im Arsch, finden wir, finde ich erstmal Lewis Hamilton. Ja, wir müssen. Also von da aus müssen nicht wir zu. Nicht, dass er irgendwelche. Leck mir den Arsch, fein, recht, schön, sauber. Dann kommst du auf Privatfernsehen und dann ist in der Kritik. Ja, wir nehmen deine Taktik 1. Leck mir den Arsch, fein, recht. Ich fand das so lustig. Ja, aber nicht gespoilert. Ja, das ist eine übliche Situation. Wenn wir das gemacht hätten, hätte Jay uns jetzt angeschrien von wegen, weißt du, warum tippst du schon was ein? Man hätte was sehen können. Wir müssen doch gar nicht mehr tippen. Beide. Ihr tippt doch. Ja, so. Danach müsst ihr vielleicht tippen. Ja, genau, weil ich bestimmt 2 sagen werde. Wer weiß? Bescheuert oder was? Wer weiß? Okay, wir einigt ihr euch auf 3? Habt ihr euch mal geeinigt auf 5? Ja, ihr dürft. Oh, nee. Okay. Nachdem hier lang und breit diskutiert wurde, tut's auch nicht. Müssen Christian und Jay in 4 versuchen dahin. Ich hab's ich hab ist es das? Leck mich im Arsch. Es ist im. Im Arsch, genau, nicht am Arsch, sondern leck mich im Arsch. Das ist jetzt irgendein Film oder irgendeine Serie, irgendwie sowas. Aber wollt ihr loslegen? Ja. Okay, dann 5 Minuten laufen ab jetzt. Das ist ein Leck mich im Arsch. What the fuck? Auf Fäkalsprache. Von Mozart komponiert. Krass. Warte mal, kleine das ist ja. Siehst du, das habe ich nämlich gefunden. Fein, oh, das war ja mal. Hier nicht. Ja. Geh mal weiter runter, so lang ist der Artikel nicht. Lol, leck mich im Arsch. Jetzt liest er doch nicht am Ich finde den Text aber lustig. Ja, und das war es auch schon. Der Kanon dient als Grundlage für ein Cover. Immerhin habt ihr den ganzen Songtext.
Cover ist zu allgemein. Cover und gleich Rap und dann Fäkalsprache. Ja, aber Cover ist so allgemein. Leck mich im Arsch, geschwindi. Ja, aber was soll man sonst machen? Was ist denn sonst? Das ist wieder vielleicht hier Harvard University, vielleicht haben die Fäkalsprache analysiert. Deswegen, das wird wieder sein, nee, du musst auf Breitkopf und Härtel klicken und dann kommst du auf. Ja, okay, was machen wir am Ende? Das ist ja nur der kürzeste Weg, ihr könnt ja auch den langen mit 4 Klicks. Genau. Ich habe ehrlich gesagt, was machen wir? Breitkopf und Härtel. Komm, entscheid dich. Oha. Dann gehen wir 4 Minuten noch. Unteren, geh auf Schwäbischer Gruß oben. Was ist Schwäbischer Gruß? Ja. Ist das der Nazi-Gruß? Ihr seid auf Cover gegangen, was Cover-Version beinhaltet. Oh, Deutschschlager als Cover. Schwarze siehst du Rap oder sowas? Was sind denn schwarze Originale? Ja, wer weiß, was schwarze Originale sind. Remake, Medley, könnt ihr ja noch rausfinden. Für mich sind die genauso schlecht wie weiße Originale. Irgendein Assi-Rapper. Urheberrecht? Nee, ist auch nicht Fäkalsprache. Tonträger? GEMA? Musikindustrie, Musikverlag. Kannst du mal drauf gehen, was ist denn Ref rein? Kleine Münze, Musik... Conrad Titi. Conrad Titi, Alter, geht auch. Also auch wieder hier ein sehr, sehr langer Artikel. Ein relativ langer Artikel. Ja. Vanilla Fudge war da. Da müssen wir uns merken. Das sind die schwarzen Originale. R&B? Fatale. Nee. Schlager, Bangles. Freddy Quinn. Alter, Freddy der könnte Quinn. Wirklich kommen. Merkt ihr das? Ja. Freddy Quinn ist Falco. Cover, ne? Falco, war nicht Falco immer einer, der beleidigt hat? Genau. Nee, das war hier der Wichser geschrien. Aber wie hieß denn der Stand-Up-Comedian noch? Also nee, nicht Comedian, Schauspieler. Stand-Up-Schauspieler? Rolling. Ach, ich weiß nicht. Beat-Musik. Badfinger. Lass uns Badfinger gucken, vielleicht ist die Fäkalsprache. Without You. Gruppe Badfinger. Peter Maffay. Ja. Nee, Houston. Über sieben Brücken musst du gehen. Wohin sollen wir drauf? Da war gerade Rudi Carrell. Wolfgang Petri. Frank Zander, Junge! Der Ketchup-Song. Rap, wir gehen auf Rap. Hip-Hop. Entscheid dich schnell. Rap. Okay, hier wird auf Rap-Texte gegangen. Leider falsche Hip-Hop wäre es jetzt gewesen. Oder Rap so. Auch Plauderei oder Unterhaltung. Entwicklung übersetzt. Da hast du schon Drogenkonsum da oben und so weiter. Gewalt, satanische Merken. Was? Ja. Indiziert Fäkalsprache. Indiziert Fäkalsprache. Ja. Oh, Gründe. Das. Jetzt haben sie sich entschieden. Fäkalsprache. Okay. Jetzt müssen wir auf Fäkalsprache kommen. Ein Klick jetzt habt ihr auf noch. Ja. Oh, Fäkalsprache ist aber leider kein Grund für initiieren. Weiß ich nicht. Pornografie. Da wäre er auf jeden Fall jetzt da gewesen. Schmutzschriften! Schund- und Schmutzschriften! Wir hätten 5 gebraucht! Du konntest aber nicht anklicken. Scheiße. Aufgaben. Volksverhetzung. Ich gehe gerade nur alles, was blau ist, durch. Ja, das mach ich die ganze Zeit. Das sind auf jeden Fall wieder lange Texte, aber ihr habt ja jetzt noch einen Klick frei. Verbreitungsverbote. Telemedien. Also wenn das die Gesetze jetzt nur noch sind, dann... Die Rechtszeug ist am Start. Sleeping Dogs. Da würde ich drauf drücken. Kritik? Vielleicht steht da ja noch was drin. Wie viel Zeit haben wir noch? Weiß ich nicht. Ich glaube noch so eine Minute. Command Conquer Generals, Alter! Wie Scheiße. Nee. Schade. Giftschrank! Schade. Ja, warte also mal. Schaut nochmal, ob ihr Fäkalsprache findet, aber. Ja, hier, aber wenn wir jetzt. Muss ja da drin stehen, ja, da pass auf, wenn wir jetzt darauf kommen, kommen wir auf Fäkalsprache, weil das so verlinkt ist. Pass auf! Das Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften haben wir leider nicht. Alter. Leider habt ihr es nicht geschafft, aber schaut mal. 1926 bis 1935. Hitler wollte doch das Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften drin haben wieder. Schau mal, ob du in dem Artikel was findest. Wie ist der Artikel nochmal? Ja, guck mal, such doch mal in dem Artikel, ob ihr da was gefunden hättet. Mit Steuerung F. Erotische Literatur. Ne. Also auch hier werdet ihr nicht weitergekommen mit einem Klick mehr. Wie viele Klicks? Also wie viel hätten wir? Zwei. Zwei Klicks, krass. Oh, okay, leck mich im Arsch. Leck mich. Von leck mich im Arsch zu Fäkalsprache. Leck mich im Arsch, fein, recht, schön, sauber. Was ist das? Und von da aus kommt man direkt zu Fäkalsprache. Also wenn du suchst, Jay. Das wird wahrscheinlich weiter unten drin stehen. Mach mal zu. Also, geh mal hoch.
Aber es kann natürlich auch sein, dass es auf einen anderen skatologische Textunterlegung geht. Sven. Auf den Untertext. Ja, geh mal nach. Bin ich jetzt auf einer anderen Seite? Du bist Fäkalbereich. Ich bin jetzt auf einer anderen Seite. Von Fäkalsprache. Genau. Dann bin ich in drei Klicks, nicht in zwei. Ja, in zwei. Ja, du bist auf dem Unterartikel von Fäkalsprache gerade gelandet. Nee, das ist der Artikel von Fäkalsprache. Ja, aber in dem Absatz, wo er hingekommen aber ist. Doch weitergeleitet von Vulgärsprache. Ja, eben. Nee, von Fäkalsprache. Klick mal auf Fäkalsprache. Dann kommst du halt Vulgärsprache. Ja. Also das leitet dich weiter. Genau. Ah. Das ist für Wikipedia mehr oder weniger das Gleiche. Ja, leider nicht geschafft von Jay und Christian und damit Punkt für Peter und Bram. Schrembel steht da. Nice. Easy. Ersten Punkt haben wir hier vergeben. Und wir waren gar nicht so weit weg. Ich guck mal, was mein. Ich hätte nicht mal gedacht, also mit zwei hätte ich nicht gedacht. Ja. Warte. Oh, Scheiße, ey. Ich hab hier einen neuen Begriff, von dem ihr starten müsst. Runde 2 von Pete's Meat, wo wir in der letzten Folge schon mal drauf waren. Zu Schmutz. Oettinger Brauerei. Hä? Oh, what the fuck. Von Pete's Meat zu Oettinger Brauerei. Aha. In der letzten Folge hatten wir es genau andersrum, von Oettinger Brauerei zu Pete's Meat, aber in dieser Folge wollen wir wissen, wie viele Versuche braucht ihr von Pete's Meat zu Oettinger Brauerei. Stimmt, ja genau. Oh. Und diesmal müssen Peter und Bram vorlegen. Ja, wer weiß, wie viel man da braucht. Beim letzten Mal haben hoffentlich die Jungs aufgepasst, wie man da den kürzesten Weg nimmt. Die Frage ist halt nur, funktioniert das auch andersrum? Weil nicht immer sind genau die gleichen Sachen verlinkt. Könnte funktionieren. Aber weniger nicht. Das kann nicht. Nee, weniger kann auf keinen Fall. Das heißt, wir anfangen? Ja, ja, ihr dürft anfangen. Das muss safe klappen. Das kann ich mir aber gut vorstellen. Das kann, ja, aber ich, pass auf, wir haben eine Problematik. Mhm. Ja, bei dem Oettinger-Beitrag stand am Anfang die Alternativen quasi so als Alternative. Warum sollte in dem anderen Beitrag jetzt auf dem Rückwärtsweg das als Alternative stehen? Auf welcher Alternative? Weil das da Schmutz. Da stand Code. Achso. In der Stadt. Ja, gut. Mit dem 3. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das für die Stadt wichtig ist. Ihr legt. Ja, aber das Risiko gehen wir jetzt, sind wir jetzt eingegangen. Bram und Peter. Hast du gesagt, ja. Ich hab schon gesagt, wir Bram und Peter haben sich entschieden für 3 Klicks. Nee. Christian und Jay haben sehr schnell abgelehnt. Ja, 2 sind halt unmöglich, sagen wir es mal so, ne? Dann Vorsicht mit dem Recorder. 2 Klicks machst du. Ja, ist doch auf Hold. Der ist hier. Der ist doch auf Hold. Also an. So, Entschuldigung. Und ihr geht mal schön auf Pete's Meat und 5 Minuten laufen ab jetzt. Kronk. Der muss bei Friendly Fire beistehen. Also, und du oben auf Friendly Fire anklicken können. Ja, okay. Eine Support. Wicke, so. Geschichte. Wie groß ist denn unser Wikipedia-Artikel mittlerweile? Das Gronkh. Deutlich gekommen. Den nehmen? Ja, von Gronkh auf Braunschweig und von Braunschweig auf da. Ja, ja. Also, das also ist der beste hier Weg, gibt es anscheinend einen. Hätten wir direkt Oettinger sogar bei uns im Artikel gehabt irgendwo. Das haben wir uns jetzt nicht durchgeführt. Oh, das haben wir uns gar nicht jetzt angeguckt. Braunschweig. Okay. Ja, dann gehe ich da jetzt drauf, ja? Ja, genau. Das ist der Weg, den wir gehen wollen. Genau. Also das ist der Weg quasi zurück. Wir sind auch genau zurückgegangen. Jetzt müssen wir auf Brauerei Oettinger kommen. Oettinger Brauerei. Oettinger Brauerei. Heinrich, bla bla. Das ist vorher andersrum, oder? Nee, es war auch Oettinger Brauerei. Auch Oettinger Brauerei. Da müssen wir das ja irgendwo finden. Geschichte wohl kaum, nehme ich mal stark an. Vielleicht natürlich schon. Oh, bestimmt in der Politikstruktur. Wie riesig der Artikel ist. Naja, der ist nicht so klar. Okay. Geh mal auf die Sakralbauten, die sind, glaube ich, interessant. Musik. Oder die Profanbauten. Oder Industrie. Herzog Anton Ulrich Museum. Da dürft ihr einfach so draufklicken. Ja, da dürft ihr auch so draufklicken. Okay, muss ja Automobil, Volkswagen, Braunschweig, Landessparkasse, öffentliche Versicherung, Lübe. Da steht sogar der Transrapid in Shanghai. Siemens AG ist, glaube ich, gehört auch zu Oettinger. Ein Klick habt ihr noch, das heißt, ihr müsst jetzt schon relativ direktes finden. Ja, ey, Ocker, wenn ja, Bühler, da habe ich mal gearbeitet. Braunschweig, wo liegt Braunschweig überhaupt? Ist das nur in Niedersachsen? Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Was ist denn NRW? Überspringe ich mal schnell. Musik. Wissenschaft. Aber Tourismus könnte es noch gut sein. Braunschweig ist doch nicht im Osten. Also im Osten von. Alter, was ist denn mit dir da los, Alter? Niedersachsen, oder? Oder in der NRW?
Tourismus. Weiß ich nicht. Andi, wo ist Braunschweig? Ist das NRW? Geschichte. Könnt ihr mal bitte einmal hochscrollen? Ne, können wir gerade nicht. Ich würde gerne die Maps sehen. 3 Minuten noch. Traditionsinsel, Sakralbauten, Profan. Jetzt seid ihr so ein bisschen bei den Gebäuden gelandet. Danke, Sebastian. Kultur. Kultur könnte auch Kultur nicht Religion. Kultur ist Religion. Nee, Religion nicht. Römisch-katholisch, jüdisch, Islam, weitere Religionen, Freimaurer, Museen. Gibt es da vielleicht dieses Biermuseum? Wer weiß. Ja, ich weiß. Ne? Städtisches Museum, Natur, Naturmuseum, Exemplare, Zoologie, KZ. KZ, Alter, Junge. Das ist voller Ding gewesen. Kunstverein, technische, bla bla, Wirtschaftsverkehr, Ausbildung, Schloss. Da gibt es ja eine Bibliothek. Theater, Sport, als Sponsor vielleicht. Die Oettinger Brauerei in Braunschweig, natürlich. Ja, kann das sein. Kann jo. Kick sponsert ja auch Bochum. Alter, wie riesig ist dieser fucking Artikel, Alter. Ja. Regionale Veranstaltung, Braunschweiger Weihnachtsmarkt, Braunschweiger Dom. Wie Zeit haben die denn noch? Ui, ja, ich hol, die haben noch so schnell 2 Minuten. Ah gut, ihr habt ja auch nur noch einen Klick, ne? Ihr könnt euch jetzt Zeit lassen. LOL, Honky Tonk! Also anscheinend... Kulinarisch... Oh, um ehrlich zu sein, hab ich das auch noch nicht gesehen. Knackwurst, Thymian, USA... Oh. Brauereien! Oh. Oettinger Brauerei! Oettinger Brauerei! Klick drauf! Ist das der richtige Link? Jawohl! Nice! Sehr der schön! Punkt hier tatsächlich durch Zoom gefunden. Geil! Belastend. Das war der richtige Weg. Boah, das war stressig. Das war okay. Easy, wollte ich sagen. Gibt's einen kürzeren Weg? Gibt's einen kürzeren als 3? Nein. Sind wir dahin gegangen? Du kannst aber über Mönchengladbach gehen. Über Mönchengladbach okay. Wäre auch noch gegangen, okay. Aber das geil. War ja schon geil. Ja, ich hätte das nochmal hier stehen kurz. Das war stark. Das war stark. Alter, okay, viel Text. Okay. Können wir lesen. Und dann... Tag. Wenn du ja, läuft nicht so gut für euch, aber hey, eine letzte Runde gibt's ja noch. Aber zwei hätten wir nicht geschafft. Nee. Deswegen. Zwei geht ja auch nicht, ne? Ganz praktisch geht das einfach nicht. Leck mich im Arsch. Aber als letzte Kategorie suchen wir jetzt von ABBA zu AC/DC. Liegt vielleicht nah, aber ABBA vielleicht auch nicht. Also von ABBA zu AC/DC. Was sagt er? Christian und Jay dürfen vorlegen. Taktik 1. Wenn wir jetzt einen Klick sagen, wie lange haben die dann Zeit, sich zuraten? So lange, ich würde jetzt mal so eine Minute sagen. Wenn ihr jetzt einen Klick sagt, dann werden wir das kaum unterbieten. Nee, 0 Klicks ist schwer. Ich wollte nur wissen, wie lange ihr dann Zeit habt. Tja. Ich könnte mir halt einen Weg vorstellen. Wenn da jetzt so ein Klick-Ding kommt. Aber halt guck dir Mark Foster an, wie er schon mehr fließt am Lachen. Beste Bands von ever, aber zu AC/DC. Und dann AC/DC. Muss ich noch ein bisschen beobachten. Das wären zwei. Fängt ja beides mit A an und Jay und Christian legen zwei vor. Wir nehmen zwei? Nein, das haben wir. Hä, stimmt doch überhaupt nicht. Christian hat zwei zu mir gesagt. Ja. Christian hat zwei zu mir gesagt. Ja, okay. Wir nehmen zwei, wir nehmen Taktik 1. Ja! Wir nehmen Taktik 1. Was ist denn Taktik 1? Ihr seid dran. Du hast, dein erstes Bauchgefühl hat dir gesagt, ey, das könnten wir in zwei machen über erfolgreiche Lieder oder halt, ne? Erfolgreiche Lieder. Aber habe ich mir dann auch gedacht. Genau. Aber ist AC/DC überhaupt erfolgreich genug? Alter, über meistverkaufte. Entweder meistverkaufte. Aber ist eine geile Band, wie zum Beispiel. Oder über Label. Nein, ja, aber. Also, von ABBA zu AC/DC. Von der Band ABBA zu der Band. So, ne? Ja, genau, mit ER. ABBA. Von der Band aber zu AC/DC. Oh nein. Okay, das wird mega. Zwei Klicks habt ihr Zeit. Ja, ihr habt schon verloren, weil Auszeichnung und Diskografie ist ein eigener Artikel. Ja, ja, mach mal. Ja, startet die 5 Minuten jetzt. Agnetha Felskök. Gehen wir nach unten. Nach Björn, unten, Ulver. Nach unten, schwedische nach Popgruppe, unten. Wer kennt sie das nicht? Das Problem ist, immer weiter nach unten. Alter, da steht AC/DC. What the fuck? Hättest du das nicht gesagt, ja. Ram, hätten sie es vielleicht überlesen. Comeback-Angebote. Na, hast du immerhin eine Sekunde des Zögerns rausgeholt. Ja. Vielleicht kostet dir das eine Diskografie 6. Ja, willst du wirklich da, also... Dann klick erstmal drauf, dann sind wir schon mal unten. Sondern da steht doch dann bestimmt irgendwo... Haben die ein Featuring? Erfolgreichste Alben oder sowas. Oder ganz, ganz unten. Ganz, geh mal ganz unten, wenn da nichts Spannendes steht. Vielleicht hat ja aber auch mit AC/DC... Liste der wichtigsten Dinger oder sowas. Mal einen Song zusammen gemacht.
Das sind die Nachweise, die sind raus. Das ist zu weit schon unten? Ja, das sind die noch gar nicht. Oder? Das sind die noch nicht. Chartquellen. Doch, das sind die Quellen. Wenn wir weiter runter, vielleicht kommt da noch was. Genau. Nee, die sind theoretisch raus. Das sind alles die Quellen. Darunter kommt nichts mehr, weil das sind die externen Seiten. Genau. Ja, dann gehen wir wieder nach oben. Vielleicht haben ABBA und AC/DC mal einen Coversong gemacht oder ein Feature oder so. Wer weiß. Aber noch zu weit. Ja, aber da angucken können sich der Herr. Ja, natürlich. Da! Nee, immer noch zu weit. Jetzt, da sind die Quellen. Das Problem ist, der Bildschirm ist halt auch auf Oma-Größe eingestellt. Schick runter, runter. Runter? Runter? Genau, geh nochmal einmal nach unten. Nach unten? Ey, mich verarschen, da kommen wir doch gerade her. Okay, ja, mach wieder hoch. Ich hatte gehofft, dass er irgendwo Liste der wichtigsten Scheißdinger da Peter steht. Dreht sich schon in den Haaren. Er genießt seinen Sieg. Kann man die 1 da anklicken? Das wissen wir nicht, aber... Da ist die 1 da anklickbar. Du kannst ja mal kurz da dran vorbei mit der Maus. Ich würde sagen, das ist blau. Dass man nicht lesen kann, was da steht. Wenn das jetzt nicht auf den Artikel zur Zahl 1 geht, dürfte das doch wahrscheinlich zu den Nummer 1 Euro. Ja, mach mal. Klick mal drauf. Oder? Ja, klick mal drauf. Nummer 1 Liste in Deutschland. Okay, wo ist 1977. Ja, da sind die doch. Das ist doch deren Alter. AC/DC, hey, vielleicht. Pink Floyd ist ja schon mal da. AC. Das ist natürlich doof, wenn in dem Jahr dann einfach nichts kam von denen. Das funktioniert so nicht. 1907. Können wir mal zurückgehen? Aber guck mal da unten. Wenn jetzt die richtigen Jahre. Nee, die haben ja zwei. Wir haben zwei gesagt. Das müsste hier schon stehen. Das müsste da leider schon stehen. Wir können natürlich noch ein bisschen gucken. Ja, das macht ja keinen Sinn. Aber. Ich guck da noch ein bisschen. Wann ist AC/DC überhaupt? Wir hätten aber mal gucken können, ob wir überhaupt über Nummer 1 Hits da hingekommen wären. Oh. Also bei ABBA stand ganz oben Liste der erfolgreichsten Bands Deutschlands, glaube ich, oder so. Ja, und ganz unten auch. Das Problem ist, du kannst hier nicht zurückdrücken, warum auch immer. Ja, ich glaube wegen dem Vollbildmodus. Aber wir können ja nochmal zu ABBA zurückgehen und dann uns anschauen. Ja, ich vor. Ja, erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Oh nein. Aber das heißt nicht, dass das AC/DC da drin ist. Doch. Oder? Such einfach mal mit Steuerung F. Easy. Ja, easy, easy. Okay, da sind sie natürlich direkt zwei drin Klicks in zwei. Ich habe das nicht gesehen mit der Liste der erfolgreichsten Dinger. Es ist verlinkt im Artikel. Es ist direkt im Artikel. Okay, dann zeig uns das mal. Das ist natürlich krass. Das ist natürlich richtiger Dick Move. War das nicht gelungen? Nein, da kommt vielleicht. Aber wo im Artikel? Der Artikel ist natürlich relativ groß. Wow. AC/DC, das steht Kiss da sogar relativ fett. Und die Stones-Zunge. Das ABBA-Logo mit dem Spiegelverkehr B gehört neben den Schriftzügen der Rockbands AC/DC und so der Stones-Zunge zum bekanntesten Markenzeichen. Okay. Das ist natürlich bitter. Direkt mit 1 wäre möglich gewesen. Bitter. Aber, ja, aber ja. Taktik 1, ja. Junge. Damit haben Peter und Bram flawless gewonnen hier. GZ an euch. Und schickt uns gerne Vorschläge in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen da und bis zum nächsten Mal hier beim Wikipedia-Quiz. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.